Hallo, herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde, in einem weiteren Videobeitrag. Heute soll es um den Jahresrückblick der Goldpreisentwicklung in Euro gehen. Und die vergangenen Monate gab es ja immer wieder teils enttäuschte Stimmen von einigen Goldanlegern. Die Goldanleger, meiner Meinung nach, die Gold als Anlage wirklich verstanden haben, sich damit wirklich auch tiefergründig beschäftigt haben. Diese Leute, so wie auch meine Wenigkeit, haben sich natürlich darüber gefreut, über die doch immer noch sehr günstige Goldpreissituation, da einfach aktuell, wenn man es wie ein schlauer Kaufmann betrachtet, eine günstige Gelegenheit besteht, zusätzlich Gold nachzukaufen. Den Fehler, den viele gemacht haben bei der Goldpreisbeobachtung, ist, dass die meisten Menschen immer auf den Dollarkurs schauen. Wichtig für uns natürlich, wir bezahlen in unserer Region mit dem Euro. Und wenn man sich jetzt hier anschaut, die Entwicklung auch in diesem Jahr überaus positiv. Und zwar hat sich der Goldpreis plus 4,1% entwickelt. Ich muss dazu sagen, das Jahr ist noch nicht ganz vorbei. Wir haben heute, wo ich das Video jetzt aufnehme, den 27.12. Also das Jahr geht noch 4 Tage. Doch ich weiß nicht, ob ich es schaffe, die kommenden Tage ein Video zu drehen. Daher denke ich, ja, werden die 4 Tage das Ganze nicht großartig verändern. Also wir können jetzt schon sehen, dass die Goldpreisentwicklung in diesem Jahr positiv vonstatten gegangen ist. Natürlich, wenn man zum Beispiel vergleicht zur Goldpreisentwicklung von beispielsweise 1970 bis zum Jahre 2010, hier hatten wir pro Jahr im Durchschnitt eine Goldpreisentwicklung von 11,7%. Dann könnte man natürlich sagen, dass das enttäuschend ist. Doch in erster Linie muss man natürlich beachten oder sollte man beachten, was sind die Alternativen aktuell. Schauen wir uns den Niedrigzins an. Bei einigen Anlagen gibt es sogar schon Minuszinsen, also negative Zinsen. Und gerade in der aktuellen Situation können viele Anleger auf Sparkonten und Co. von einer solchen Wertsteigerung nur träumen. Und im Vergleich zu riskanten Anlagen ist bei Gold das Tolle, dass diese Anlage und das schon seit über 5000 Jahren niemals wertlos werden kann. Ganz im Gegensatz zu einer Aktie und auch ein Sparkonto, auch ein Bausparvertrag, auch eine Lebensversicherung, die allein in Deutschland in den letzten 100 Jahren, also Lebensversicherung, Bausparverträge, Sparkonten, dreimal nahezu komplett entwertet wurden. Also gerade von der Sicherheit und dem Wertsteigerungspotenzial betrachtet, ist Gold meiner Meinung nach konkurrenzlos und zugleich natürlich der große Vorteil, es ist eine flexible Anlage. Das heißt, man kann sie jederzeit wieder umtauschen in jede beliebige Währung. Und auch das ist ein großer Vorteil, wenn man es zum Beispiel vergleicht mit einem Riester-Vertrag oder mit einer Lebensversicherung, die sehr unflexibel sind und wo man auch mit der Rente dann lediglich einen Teil seiner Beiträge in der Regel sich nur auszahlen lassen kann. Also wie gesagt, das finde ich mir ganz wichtig, dass man sich das nochmal verinnerlicht. Da Gold, ja, ich zumindest persönlich, es in erster Linie aus der Perspektive der Sicherheit betrachte, meiner Meinung nach die sicherste Anlage überhaupt. Und nicht umsonst haben wir zum Beispiel auch viele Zentralbanken Gold als Sicherheit hinterlegt. Und wohlgemerkt, auch ganz klar die Fakten, Gold gibt es schon seit über 5000 Jahren. Und neben der Sicherheit die Flexibilität. Und wenn man auch bedenkt, dass Gold für circa 20 Jahre noch abgebaut werden kann, also Gold immer knapper wird,
dann wäre es schon ein Wunder, wenn Gold in der Zukunft nicht eine ähnliche Preisentwicklung haben sollte wie in der Vergangenheit. Hier nur ganz kurz dazu: Die Minenkosten beim Goldabbau sind zum Beispiel die letzten Jahre im Durchschnitt pro Jahr um circa 18% gestiegen. Und ich habe letztens einen schönen Beitrag gehört. Gold wurde seit der Geschichte, seitdem es abgebaut wird, wurde gerade mal ein Tennisplatzgröße 9 Meter Höhe, also wenn man auf einen Tennisplatz Gold stapeln würde auf 9 Meter Höhe, gerade einmal so viel Gold wurde abgebaut. Also das zeigt auch noch mal, wie wenig Gold auch nur weltweit vorhanden ist und zum Beispiel auch nur wieder recycelt werden kann. Das soll es auch schon in diesem Videobeitrag gewesen sein. Wie gesagt, ich selber bin sehr, sehr zufrieden, wie der Goldpreis sich entwickelt hat. Meiner Meinung nach hätte er sich ruhig noch ein bisschen weiter nach unten entwickeln können, wenn es nach mir geht. Da wohlgemerkt, früher oder später, nach meiner Ansicht, der Goldpreis nur eine Richtung kennt. Doch ich kann jedem nur empfehlen, betrachte Gold nicht in erster Linie als Spekulationsobjekt, sondern als ultimative Sicherheit. Es wird höchstwahrscheinlich in den kommenden Jahren eine Zeit kommen, in der man froh sein wird, Gold zu haben, nämlich dann, wenn wahrscheinlich viele Anlagen erneut, wie immer wieder in der Geschichte geschehen, komplett oder nahezu komplett wertlos werden. Und dann wird man Gold aus einer ganz anderen Perspektive betrachten und dann kann es ähnlich sein wie im Jahre 2008, wo auf einmal sehr viele Menschen Gold haben möchten, doch Gold nahezu überall ausverkauft gewesen ist. Daher jetzt schon regelmäßig Geld in Gold absichern, um so jederzeit handlungsfähig und abgesichert zu sein. Ja, das war's auch schon in diesem Video. Ich wünsche dir an dieser Stelle ein frohes neues Jahr. Komm gut rein, beste Gesundheit und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle für, oder insbesondere vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal für die vielen Kommentare von euch und auch für eure Unterstützung. Und auch einen ganz besonderen Dank an dieser Stelle nochmal an Markus Silberpapst für seine hervorragenden Videos. Bin wirklich beeindruckt, wie engagiert du bist, Markus, weiter so. Und ja, ich wünsche dir, wie gesagt, euch allen ein gesundes neues Jahr. Bis bald, dein Matthias. Ciao, ciao.